So, liebe Freunde, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Jörg Müller. Ich bin Abgeordneter zum Deutschen Bundestag und ich sage bewusst nicht, welcher Partei ich angehöre, weil wir hier das Volk sind im Querschnitt aller politischen Lager, vor allem Leute, die meistens apolitisch sind, die einfach nur zusammengekommen sind, um für die Freiheit zusammenzukämpfen. Ich kenne keine Parteien, ich kenne nur noch Deutsche. Und was die Deutschen betrifft, möchte ich hier unseren Kollegen mit dem Kopfschmuck von Yasser Arafat ganz bewusst einbeziehen. Wir haben gerade zusammen geredet. Du sprichst meine Sprache so gut wie ich. Du hast einen deutschen Pass. Du engagierst dich für unser Land. Du bist genauso Deutscher wie ich. Deutsch ist eine Überzeugung, für unser Land, für unsere Traditionen mit friedlichen, demokratischen Mitteln zu streben. Und dazu gehört natürlich auch, ich habe eine Information bekommen, es sei ein Kamerateam des ZDF hier. Ich finde es nicht fair, den Kameramann anzupöbeln. Er hat ein Recht auch auf körperliche Unversehrtheit und seelische Unversehrtheit, wie wir Demonstranten auch. Bitte behandelt den Kameramann fair. Ich danke euch. Also was uns hier zusammenführt, ist der Kampf um die Menschenrechte, die uns nach dem Grundgesetz garantiert sind. Und dazu gehört das Recht auf Gesundheit. Dazu gehört das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und ich trage diesen Maulkorb nicht, weil die Pilze und Bakterien, die sich in ihm sammeln, mich krank machen, wenn ich mein eigenes CO2 zurückatmen muss. Wir haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und was das Vorgehen der Staatsmacht betrifft, ich erinnere mich an den Geschichtsunterricht, ich erinnere mich, wie mir beigebracht worden ist, dass auch die Notverordnungen, mit denen die Reichsregierung in der Weimarer Republik am Parlament vorbei regiert haben, in den Jahren 1932-33, ich habe im Geschichtsunterricht gelernt, dass das ein wesentlicher Grund war, wie wir hineingeschlittert sind in die nationalsozialistische Diktatur. Was wir heute haben, und ich sehe schon an eurer Reaktion, ich bin Mitglied des Bundestages, wir wurden überstimmt, Ende März sind Notverordnungen in Kraft getreten. Man hat Notverordnungen in Kraft gesetzt, mit denen der faktische Gesundheitsdiktator Spahn am Parlament vorbei eigenmächtige Entscheidungen treffen kann. Leute, wacht auf! Wir haben inzwischen eine Analogie erreicht in den historischen Ereignissen. Auch heute wird mit Notverordnungen am Parlament vorbei die nächste Diktatur nicht nur vorbereitet. Wir leben schon leider seit Ende März in ihr. Ja. Wir sind hier, um die Demokratie gegen diese Corona-Diktatur zu verteidigen. Gestern habe ich mich beim Demonstrationszug an die Spitze vorgekämpft, soweit es ging. Und ich war an der Ecke Friedrichstraße, Reichstagsufer an der Spree, war ich selbst Augenzeuge, von wem die Eskalation ausgegangen ist. Nicht von uns friedlichen Demonstranten, egal welcher politischen Couleur, egal welche Überzeugung. Das ist der Querschnitt der Bevölkerung, der heute hier ist, der auch gestern da war. Wir haben nicht eskaliert, sondern die Eskalation, das haben wir alle selber gesehen, ist von den Polizeikräften ausgegangen. Wobei, ich möchte die ausführenden Polizisten in Schutz nehmen. Das sind arme Schweine. Wenn die diese rechtswidrigen Befehle gegen uns, das Volk, nicht ausführen, dann ist ihre Karriere am Ende, dann wird man ihnen ein Disziplinarverfahren anhängen, wie in jeder anderen nordkoreanischen diktatorischen Republik auch. Und deswegen sollten wir auch hier fair sein, nicht in
Polizisten zu kritisieren, die sie eingeschlagen haben auf die Minderjährigen, die sie eingeschlagen haben auf die Rentnerinnen, das habe ich alles gesehen als Augenzeuge, sondern die wirklich schlimmen Figuren sind ihre Befehlsgeber, wie dieser Herr Geisel, der wohl immer noch nicht in Geiselhaft ist, oder was? Und die ganze Eskalation hat man auch dadurch bewusst herbeigeführt, durch die Staatsmacht, indem man die Seitenstraßen alle abgesperrt hat. Wir waren doch bereit gewesen, über die Seitenstraßen in die Breite zu gehen. Wir waren bereit gewesen, diese hirnrissigen, rechtswidrigen Abstandsregeln trotzdem einzuhalten, damit er ruhig ist. Aber das hat man uns nicht gegönnt. Man hat bewusst die Seitenstraßen zugemacht, um diese Eskalation herbeizuführen. Und jetzt möchte ich auf die Bühne bitten, lieber Stefan, lieber Stefan, jetzt wolltest du einen Augenzeugen auf die Bühne bringen, der gesehen hat, wie die Staatsmacht die Scheibe eines LKWs eingeschlagen hat. Gut, der macht das dann hinterher, dann mache ich jetzt weiter. Ich möchte kurz die Lage in Deutschland kurz zusammenführen, auf einen Punkt. Wir haben inzwischen eine Regierung, welche die Demokratie über Notverordnungen abgeschafft hat und eine Corona-Diktatur errichtet hat. Das ist Feststellung Nummer 1. Die Feststellung Nummer 2 ist, dass die Medien Falschnachrichten natürlich erstmal zu den Zahlen der Demonstranten verbreiten. Ich grüße alle Millionen hier in Berlin, die man auf 38.000 runtergerechnet hat. Mein Gott, ist das lustig. Ich frage jetzt jeden, der vor 30 Jahren in der ehemaligen DDR auf der Straße war, kennt ihr das nicht? Wie hieß es damals in der aktuellen Kamera? Eine Handvoll vom Westen gesteuerte Raudis. Ja, und genauso macht man das mit uns hier. Wir sind der Querschnitt der Bevölkerung. Aber ich lese jetzt vor, was im ARD-Teletext heute noch zu lesen ist. Wir seien Chaoten und Extremisten, die an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Zweifel hegten und diese angreifen wollten. Leute, was ist das für ein Bullshit? Die Regierenden haben die freiheitlich-demokratische Grundordnung über die Notverordnungen außer Kraft gesetzt. Wir sind die Demokraten und es ist unsere Aufgabe, wie es Bundespräsident Heinemann gesagt hat, die Regierung zur Ordnung zu rufen. Wir sind die Guten, die Regierung die Bösen. Und das müssen wir ganz klar in das Volk und in die Bevölkerung hineintragen. Wer ist gut, wer ist böse, wer kämpft für das Recht und wer ist gegen das Recht. Das ist die entscheidende Aufgabe. Und dann ist es mir völlig wurscht, ich komme aus Bayern, es ist mir völlig wurscht, was die Medien schreiben, ob sie falsche Zahlen in den Raum stellen oder ob sie uns als das bezeichnen, was ich vorgelesen habe, als Chaoten, Extremisten und Nazis. Jetzt möchte ich der Regierung und den Medien eine Frage stellen. Wer waren denn die Handvoll Extremisten, die gestern zum Reichstag gelaufen sind? Wenn ich mir anschaue, wir waren weit über 1 Million Menschen auf der Straße, die Luftbilder beweisen das ganz klar. Wir 99% Bürger aus der Mitte der Gesellschaft haben 0,0 mit Extremisten, Chaoten oder Nazis zu tun. Die haben ein paar Leute da, die gab es nur, die am Reichstag die Treppe hochgelaufen sind. Und damit hat man die Bilder erzeugt, die man erzeugen wollte, um in der Öffentlichkeit das falsche Bild zu erzeugen. Wir Bürger aus der Mitte der Gesellschaft seien angeblich Chaoten, Extremisten oder Nazis. Nein, es gab irgendwas unter 0,001% solche Leute auch in dieser Demonstration. Aber ich möchte der Staatsmacht und den Medien die Frage stellen, warum waren die genau am Reichstag, wo die heißesten Bilder entstanden sind? Warum waren eure Kameras am Reichstag schon vorbereitet, um das aufnehmen zu können? Ich frage dich,
Staatsmacht. Wer sind die Arschloch-Provokateure? Wer sind die Provokateure, die ihr dahingeschickt habt, um uns, die Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, zu diskreditieren? Staatsmacht, das diskreditiert euch selbst. Und wenn ich dann schon die Geschichten lese heute in der Presse vom Sturm der Reichsbürger auf den Reichstag. Ich wusste noch gar nicht, dass die türkische Flagge ein Zeichen für Reichsbürger ist. Schaut euch das Video an. Ganz oben die Treppenstufen hoch auf zum Reichstag lief jemand mit einer türkischen Fahne. Ja, das schaut schon alles aus. Und ich habe niemanden auf diesem Video gesehen mit Bazooka, mit Kalaschnikow. Das wäre ein Sturm gewesen. Nein, die Leute sind einfach friedlich raufgelaufen. Die haben noch nicht mal eine Wasserpistole dabei gehabt. Und das verkaufen sie uns als Sturm auf den Reichstag. Was ist für eine Blödheit, die uns ein. Gestern haben wir alle unseren eindrucksvollen Protest auf die Straße gebracht. Bevor ich in die Politik eingestiegen bin als Wutbürger, ich lege Wert drauf, ich habe mein Geld vorher ehrlich verdient in der deutschen Wirtschaft, bevor ich Abgeordneter geworden bin. Und in der Wirtschaft habe ich gelernt, dass es nicht genug ist, über Probleme zu reden. Man muss auch Lösungen mitbringen. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir ganz konkrete Forderungen stellen, wie wir diese hirnrissige Situation in unserem Land lösen wollen. Und jetzt werde ich noch drei Lösungen vorschlagen, bevor dann mein Nachredner kommt. Lösung Nummer 1. Es ist nicht ausreichend, wenn das Merkel-Regime zurücktritt. Das reicht nicht aus, sondern das gesamte politische System muss von der aktuellen Diktatur zurückgeführt werden in ein demokratisches System. Das ist die Forderung Nummer 1. Und jetzt komme ich zur Forderung Nummer 2. Das sage ich euch ganz bewusst als ein Mann der Wirtschaft. Weil ich weiß, wie die internationale Wirtschaft funktioniert, weil ich so lange Geschäftsführungspositionen in ihr innehatte, kann ich euch sagen, die Wiedererrichtung der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland ist nur dann möglich, wenn jegliche Lobbyarbeit von Großkonzernen im Regierungsumfeld verboten wird. Und ich sage euch das als Insider. Ich weiß, wie das läuft. Ich habe für Weltkonzerne gearbeitet. Ich habe auch gesprochen mit denen, ihren Lobbyisten in Berlin, schon ein paar Jahre her. Alles das, was angeblich vom Europäischen Parlament, was angeblich vom Deutschen Bundestag oder bei mir angeblich vom Bayerischen Landtag entschieden wird, das ist nur noch Abnicken. Die wirklichen Entscheidungen im Hintergrund werden vorbereitet durch die Lobbyisten der Großkonzerne und der von ihnen gefütterten internationalen Anwaltskanzleien. Das ist die brutale Wahrheit. Da muss man ansetzen. Das muss man aushebeln. Wenn wir das nicht schaffen, können wir die Demokratie nicht mehr wiedererrichten. Und an erster Stelle wird es dann treffen, die Lobbyisten der Pharmaindustrie, da haben wir gestern schon genug gehört, es wird treffen die Lobbyisten der 5G-Mobilfunknetze, es wird alle diese Lobbyisten treffen, die aus uns selbstbestimmten Bürgern eine graue Masse von Idioten machen wollen in der neuen Weltordnung. Und ich habe dieses Wort jetzt bewusst in den Mund genommen. Ich komme aus dem internationalen Top-Management. Ich weiß, wie es da zugeht. Und ich habe einen Anspruch an, nicht nur an mich, sondern an alle Abgeordneten im Deutschen Bundestag.
Wir wollen endlich etwas entscheiden können. Wir wollen nicht mehr nur Abwicker sein der Fraktionsdisziplin oder der vorbereiteten Entscheidungen aus dem Hintergrund. Ich bin es satt und nicht mehr bereit, die Rolle einer Abnick-Marionette zu spielen, um euch dem Volk vorzulügen, wir hätten eine funktionierende Demokratie. So. Und damit ihr seht, dass ich das ernst meine, wir haben im September wieder die erste Sitzungswoche und ich werde einen Antrag vorbereiten, den Lobbyisten die Hausausweise zu entziehen und vernichten zu lassen. Diesen Antrag werde ich einbringen. Diesen September. Er wird natürlich nicht durchgehen, aber eingebracht muss er werden, als erster Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Und jetzt kommt meine dritte und letzte konkrete Forderung. Ja, welche ist das? Sie lautet kurz, sie besteht aus vier Worten. Deutschland muss souverän sein! Ich sehe gerade, ich habe nicht nur mir selbst, sondern auch euch aus dem Herzen gesprochen. Wiederholen wir es gemeinsam, alle vier Worte kurz nacheinander. Deutschland muss souverän sein. Noch einmal, so schön war's. Deutschland muss souverän sein. Yo! Und ich weiß natürlich genau wieder, wie meine Worte im Munde rumgedreht werden. Und da gibt es gleich das Gegenmittel dazu. Ich lese vor das Grundgesetz. Artikel 146. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das ist keine Reichsbürgerforderung. Das ist eine hundertprozentige Forderung aus unserem Grundgesetz. Wir haben ein Recht darauf, es zu fordern. Aber ich muss dazu sagen, diese neue Verfassung zu 100% grundgesetzkonform nach Artikel 146, die kann nur der zweite Schritt sein. Wir wissen alle, wenn man ein Haus baut, muss man erst einmal das Fundament bauen, bevor man darauf das Haus errichten kann. Die neue Verfassung ist das Haus darauf. Wir brauchen vorher ein Fundament. Ich höre es schon von euch. Zuerst müssen wir schließen für Deutschland einen Friedensvertrag. Genau so schaut's aus. Weil das Kriegsende inzwischen 75 Jahre zurückliegt, hat unser Land inzwischen Recht, haben wir Menschen ein Recht, ein Menschenrecht auf einen Friedensvertrag auf Augenhöhe abgeschlossen mit den alliierten Siegern. Nicht unterwürfig, sondern auf Augenhöhe abgeschlossen mit den Siegern. Und dazu gehört auch, dass die UN-Feindstaatenklauseln endlich außer Kraft gesetzt werden. Fast die gesamte Welt befindet sich immer noch völkerrechtlich gesehen im Kriegszustand mit uns Deutschen nach den UN-Feindstaatenklauseln 53 und 107. Das muss abgeschafft werden. Das ist eine völkerrechtlich nicht mehr hinnehmbare Sondersituation. Der Krieg liegt jetzt 75 Jahre zurück. So. Und ich habe diese Forderung ja als dritte Forderung aufgenommen. Ich habe das gestern ja auch von Herrn Heinz und von Herrn Ballweg so gehört und habe gesagt, jetzt führen wir das noch einmal ein bisschen weiter, was die gesagt haben, weil ich sage es noch mal, ich bin hier nicht als Abgeordneter einer Partei, ich bin hier als Abgeordneter, der das ganze Volk vertreten möchte und Ballweg und Heinz und alle hier, wir sind das Volk!
Volk! Ja. Noch einmal! Wir sind das Volk! Alle guten Dinge sind drei! Wir sind das Volk! Alle zusammen! Und jetzt wird es noch eine... Jetzt bringe ich nur mal kurz die Bedenkenträger, die dann sagen, ja, aber wir dürfen den Friedensvertrag nicht wollen, weil wir Deutsche seien ja demokratieunfähig. Das wird uns ja über eine gewisse Keule immer eingebläut. Seit 75 Jahren. Sorry, wir haben doch heute schon gemeinsam festgestellt, 60 Jahre sind zwei Generationen, 75 Jahre sind zweieinhalb Generationen. Wir Deutsche haben jetzt über zweieinhalb Generationen bewiesen, wie demokratiefähig wir sind, im Gegensatz zur Bundesregierung natürlich. Das heißt, wir haben der ganzen Welt über zweieinhalb Generationen bewiesen, dass wir die Demokratie in unserem Markt aufgesogen haben. Und deswegen sind wir auch heute hier, um diese Demokratie zu verteidigen. Und deswegen haben wir ein Recht auf diesen Friedensvertrag. Und danach können wir die verfassungsgebende Versammlung einberufen. Aber bitte erst Schritt 1 gehen, bevor Schritt 2 kommt. Jetzt bin ich am Ende. Ihr wisst alle, man kann über alles reden, aber nicht über, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten gerade schon wieder. Ich muss euch noch eine Sache erklären, weil da ein großes Missverständnis besteht. Der Knackpunkt sowohl beim Friedensvertrag als auch bei der verfassungsgebenden Versammlung ist Artikel 133 des Grundgesetzes. Ich zitiere wieder Grundgesetzlage. Ich lasse mich von niemandem hier schief ansehen oder beschuldigen, ich würde etwas Grundgesetzwidriges tun. Was ich jetzt vorlese, ist Grundgesetzlage. Dort steht in Artikel 133, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Noch einmal kurz zum Mitdenken. Artikel 133, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Hier steht es schwarz auf weiß. Der Bund, die Bundesrepublik Deutschland, ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Die Bundesrepublik Deutschland ist Rechtsnachfolger der Verwaltung der Trizone des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Da liegt der Hase nämlich im Pfeffer. Und jetzt wissen wir auch, warum sich die Bundesregierung seit Jahrzehnten so dagegen sträubt, dass die berechtigte Frage des Friedensvertrages von uns friedliebenden Bürgern auf die Tagesordnung gebracht wird. Weil der Bund ist nicht Nachfolger des Reiches. Ja, mit wem setzen sich dann die alliierten Sieger an einen Tisch, um diesen Friedensvertrag zu verhandeln? Mit Sicherheit nicht mit diesen Knalltüten da hinten aus dem Kanzleramt, weil die dazu nicht berechtigt sind. Weil es in 133 Grundgesetz klar drinsteht, die Bundesregierung, die natürlich den Bund vertritt, ist nicht Rechtsnachfolger des Reiches. Und deswegen ist die Regierung nicht berechtigt, über diesen Friedensvertrag zu verhandeln. Und diese Wahrheit wollten sie immer unten halten. Deswegen haben sie alle aufrechten Demokraten verleumdet, damit diese Wahrheit nicht ans Licht kommt. Aber es sind so viele tausend Menschen jetzt hier. Ihr fühlt das mit, wir werden Millionen an Klicks kriegen. Jetzt kommt die Wahrheit ins Volk. Die Bundesregierung ist nicht berechtigt, diesen Friedensvertrag zu verhandeln. Wir müssen also schauen, wer wirklich legitim in der Nachfolge der Verfassung des Deutschen Kaiserreiches steht. Weil da stehen die legitimen Nachfolger, die dann nach dem Völkerrecht das mit den Siegern verhandeln dürfen. Aber ich fordere, wir verhandeln auf Augenhöhe. Nach 75 Jahren reicht es. Wir Deutschen laufen nicht mehr mit gesenktem Kopf hoch. Das ist vorbei. Und ich sage nochmal dazu, weil wir Demokraten sind seit zweieinhalb Generationen. Wir haben ein Recht drauf. Und diese ganzen Dinge, die ich jetzt kurz angerissen habe, die habe ich über Jahre vorbereitet. Ich habe ein komplettes Konzept in der Schublade liegen, wie man erst den Friedensvertrag und wie man dann die Verfassung staatsrechtlich richtig umsetzt, damit es auch korrekt abläuft nach den Maßstäben des Völkerrechts. Deswegen, ich biete Herrn Heinz und Herrn Ballweg gerne an, auf meine Vorarbeiten zurückzugreifen. Ich werde auf die Herren zugehen. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen doch das Rad nicht mehr neu erfinden. Wir haben es schon erarbeitet und gemeinsam setzen wir das jetzt um.
Die Zeit des Friedens ist vorbei. Wir handeln! Wir handeln gemeinsam, alle gemeinsam. Die Sachzeit des Friedens ist vorbei. Ich danke euch, war eh schon lang genug. Servus. So, liebe Gäste, jetzt bremst eure Euphorie mal ganz kurz.